Euer nächster Feind. Ein Altar überragt den See. Ein entfesselter Wächter, er hält die Flammen am Leben. Also irgendwas mit Feuer. Mahlzeit, dankeschön. Aber an deinen Essenshilfe ratten einen Sternabzug. Ich habe mein Essen noch nicht. Was? Das geht doch nicht, John. Wollen wir heute noch durchziehen? Wir sind Gamer. Das geht. Ganzen Tag. Egal wohin ich gehe. Vielen lieben Dank, mein lieber Daschak. Und willkommen im zweiten Sub-Monat. Dankeschön für deinen Support. Vielen lieben Dank. Und Hallöchen, Dascha. Hallöchen. Ob ich das Spiel heute durchspiele? Kann gut sein, ja. Weiß ich nicht. Je nachdem. Ich habe eigentlich schon vor, heute lange zu streamen. Wenn GTA was gewesen wäre, hätte ich. Hätte ich auch das gespielt. Aber deswegen spielen wir das wieder. Ihr habt ja abgestimmt. Monster Hunter oder das hier. Und. Tada! Da ist das Spiel. Ja! Und vielen lieben Dank, Daschak, dass du auch den zweiten dabei bist. Na, da ist jetzt die Frage, ist das unten? Scheint unten zu sein. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Hier lang eigentlich. Müssen wir hier lang gehen. Oder kommen wir auch hier runter? Nö, oder? Dann hier lang. Oh, da sind wir letztes Mal ja voll den Umweg gelaufen. Wir sind Gamer. Den ganzen Tag. Hä? Egal wohin ich bin. Ah, da drinne. Okay. Dankeschön, Heikos. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und nun ist es wieder ein Monat mehr, sogar sieben. Sieben Monate schon, mein Lieber. Willkommen im siebten Himmel. Dankeschön für den Support. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ist doch dann eher unten, oder? Und ich. Aber wenn, dann müsste das ja hier drin sein. Ist das in der Höhle? Ja! Da kam vorhin mal ein Boss raus, aber wir sind noch nicht in der Höhle gewesen. Oder ist es geradeaus? Der Himmel wird immer dunkler, meinst du, Scott? Umso mehr Kolosse? Ich weiß es nicht. Hallo Aras. Hallo Motorsport. Hallöchen. Aber hier war ja schon immer so ein bisschen Sonne. Wir brauchen ja die Sonne, sonst können wir den Weg ja nicht, nicht haben. Vielleicht mehr Wolken. Was wäre eigentlich passiert, wenn wir dann vorher schon in der Höhle gegangen wären? Wenn da jetzt wirklich einer drin ist? Ja! Wahrscheinlich gar nichts. Oh, more base. Als Gamer brauchen wir keine Sonne. Naja, der braucht die schon. Hier dunkel, ich sehe nichts mehr. Ohne Scheiß, seht ihr noch irgendwas? Wir sind Gamer den ganzen Tag. Egal wohin ich gehe. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön, Audi, wow. 18 Monate, Dankeschön für den Support. Vielen lieben Dank. Ich glaube, wir sind falsch.
Jetzt kann ich hier sein. Dankeschön, Audi. So lange schon. Vielen lieben Dank für 16 Monate, mein lieber Audi. Nee, das kann nicht hier richtig sein. Es ist wahrscheinlich auch auf der Ebene, nur weiter hinten. Komm her, dann reiten wir wieder hoch. Schauen wir mal auf der Karte. Hatte die irgendwas Besonderes gesagt? Nee, ne? Wow, Freddy, wow. Motorsport, bitte auch nichts spoilern, das wäre super lieb. Außer man fragt danach. Oh, guck mal, da ist was draus gewachsen, in dem wir besiegt haben. Das zeigt halt genau dahin, ne? Schon komisch. Audi, um was geht es in dem Spiel? Seine Freundin ist gestorben oder tot. Und er kann sie wieder erwecken, wenn er alle Kolosse tötet. Wir haben schon 10 getötet, 16 gibt es anscheinend. Und ja, eine Stimme sagt das zu ihm, dass er das machen muss. Ich traue dieser Stimme halt nicht. Oh Gott, voll nicht außenrum. Ich traue dieser Stimme überhaupt nicht. Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, ob sie dann wirklich erwacht, wenn er 16 Kolosse getötet hat. Oder was dann passiert. Oder ob das Wesen mit dieser Stimme erwacht. Schönes Pferd. Hallo, Goni. Ja, immer noch online. Richtig. Gute Nacht, mein lieber Frogavista. Schlaf schön, träum was Schönes, mein Lieber. Wir reiten jetzt mal ein bisschen Richtung der Zone, wo das hingezeigt hat. Und mal gucken, ob es dann den Weg zurück sagt. Bin gespannt. Schön, dass du so lange dabei warst, Frau Kevester. Drachenfreund, wie lange spielst du das Spiel schon? Wir haben heute angefangen, keine Ahnung. Hört doch auf, ist doch egal, wie viele Kolosse wir haben. Ja. Sieht man ja dann. Ja. Immer diese Spoiler, Leute. Dann richtig zu sein. 3 Stunden? Okay. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. So, meine Lieben, ich bin für heute mal raus. Morgen geht's in die Heimat fürs Wochenende. Werde dann möglich im Zug mal ein bisschen reinschalten. Ansonsten ist Sonntagabend wieder dabei. Schau mal allen ein schönes Wochenende und nachher eine gute Nacht. Viel Spaß, Törte. Genieß es. Genieß es, mein Lieber. Spaß in der Heimat. Und wir sehen uns dann am Sonntag oder am Montag wieder. Du hast ja auch YouTube, ne? Dankeschön, mein Lieber. Imperatonico. Dankeschön.
Imperator Nico, herzlich willkommen in der Lore Nation. Vielen lieben Dank, dass du dich entschieden hast, hier zu subscriben. Fühl dich ganz da wohl. Hab eine wundervolle Zeit hier. Und Dankeschön für deinen Support. Und ganz viel Spaß mit den Emotes der wundervollen Community. Vielen lieben Dank. Oh ja, das ist da unten. Selbstverständlich, YouTube. Dich sieht man also jeden Tag. Mich erst wieder auf der Gamescom. Und das dauert noch ein bisschen. Ja, das ist doch auch voll schnell rum. Meinst du nicht? Oh, das war ein bisschen arg weit. Schon wieder schwimmen? Bitte nicht. Ich muss schon, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Bis die Tage, ihr Lieben. Bis die Tage, El Turtle. Bis die Tage. Zum Glück muss man nach einem Kampf nicht zurücklaufen, aber echt, ey. Hat Vorteile. Und ein bisschen Sonne. Ich weiß nämlich nicht, ob ich den Weg entlang muss oder in die Höhle da rein. Ich glaube, in die Höhle nämlich. Es könnte gut sein, dass man da hoch muss. Oh Gott, war runtergefallen. Ups. Upsi. Da haben wir nicht schön geguckt. Lori hat keinen Empfang. Nein, ich habe keinen Empfang, Niklas. Hallöchen. Boah, stolpert der hier erstmal. Bin echt auf den Boss gespannt. Auf den neuen. Also kommt man hier gar nicht rein. Also doch außenrum. Das erinnert mich an einen Clip. Strobo. Mich auch. Ich denke, da drinnen brennt's. Hey, irgendwas auf jeden Fall mit Feuer, oder? Oh, hier ist auch noch ein Eingang. Oh, das sieht ja cool aus. Oh mein Gott. Ich glaube, man muss darüber springen. Was kommt jetzt von oben? Ein... Der sieht auf jeden Fall sehr schnell aus. Na geil. Er ist auf jeden Fall schnell... What the fuck? Hallo? Junge, steh auf! Fuck you!
Hallo, Junge, Junge. Spring. Springt er mir nach? Nee, gut. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Puh, der ist ja knuffig. Ja, total knuffig. Total knuffig. Bisschen schürbig, der Kleine. Haha, hier kriegst du mich nicht, oder? Ich würde gerne mal seine... Kommt er doch hier rüber? Es sieht so aus, als würde er Anlauf nehmen. Okay, nein, er kommt hier nicht rüber. Okay, was kann er jetzt mit roten Augen? Okay, wie können wir den denn machen? Das ist die Frage aller Fragen. Er kann da auf jeden Fall nicht runter. Das ist schon mal gut. Er kann mich sehr schnell umrennen. Die Frage ist, wo seine verdammte Schwachstelle ist. Er hat da oben einen Schuppen. Ich sehe keine Schwachstelle. Außer seine Augen. Podest der Flamme nutzen. Schön, dass du mir jetzt auch mal einen Tipp gibst. Podest der Flamme. Ah, da. Der mich hier? Ah. Oh Gott, er nimmt Anlauf. Ah. Okay. Aufheben. Oh, da ist gut. Jetzt kann man doch. Wie kann man die Sachen aufheben? Au, so auf jeden Fall. Da ist das Stöckchen runtergefallen. Ja, das würde ich ja gerne einsammeln. Ja, so auch nicht. Hau ab, ey. Ja, so. Ja, wie schlage ich den? Okay, so schlage ich ihn nicht. Hahaha. Da doch vorhin was geleuchtet bei dem. Was mache ich denn mit dem Feuer? Nein, das war nicht so gut, okay. Muss ja irgendeinen Sinn haben. Jetzt leuchtet das doch wieder, oder?
Kann man den damit abwerfen? Geh mal weg hier. Oh. Oh, jetzt brennt es. Der macht mir weh. Na, der hat Angst davor. Was mache ich damit? Wo lohnt sich den denn hin? Den Abgrund darunter? Irgendwo muss ich den hinlotsen. Wie lange brennt das Feuer? Au! Oh Gott, ist es aus? Gute Frage, nächste Frage. Okay, wir müssen es auf jeden Fall anzünden und dann irgendwo hinlocken. Aua! Können wir den denn hinlocken? Wo kann man den denn hinmachen? Hinbringen? Ah, vielleicht dass so ein Pfosten umfallen? Die Richtung scheint richtig zu sein, weil die andere Richtung ist noch nicht mehr gelaufen. Ja, ich hatte es fast. Er muss auf jeden Fall in die Richtung. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Ja, wenn man es dann hat, dann müsste es eigentlich jetzt passen. Geh, hopp. Will ich nicht so schleudern? Hier in die Richtung geht auf jeden Fall. Ja. Okay, und jetzt? Jetzt ist sein Rücken frei. Wir haben nicht so ewig Zeit. Wo ist er denn? Na super. Hätte ich doch bloß mein... Das Wasser, das Wasser, 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 Wasser. Alter. Er steht halt aber auch super langsam auf, ne? Kannst du mal hier... Ja, genau, da wollte ich hin. Was? Es macht hier nichts aus? Wie soll ich einen Dank kriegen? Gibt es irgendeine Methode, wie ich schneller aufstehen kann? Das ist ja echt mies, ey. Alter! Alter! Wie soll ich den denn da kriegen? Klärt mir das mal bitte einer. Hallo, Freund! Ja, du bist jetzt tot. Ich muss auf jeden Fall von oben drauf.
Okay, wie soll ich da wieder hochkommen? Ich hätte, glaube ich, das Feuer mitnehmen sollen. Obwohl, wo hätte ich es denn hier anzünden können? Nee, schießen bringt da nicht viel. Ich muss da mit dem Schwert dran. Aber ich muss irgendwie auf seinen Rücken kommen. Aber die Frage ist, wie? Bis ich da bis ich wieder da oben bin? Ist schwierig. Außer er sieht mich nicht. Weil da habe ich Feuer. Wie soll ich denn da hinkommen? Einfach nochmal die Klippen runterschubsen. Das ist so einfach gesagt, als getan, Leute. Oh Gott. Fest, fest. Steh auf! Junge! Der ist viel schneller. Warum steht er denn so langsam auf? Alter. Fast geschafft. Ich werde kurz da. Warum? Stimmt, Pferd hat mir auch. Nee, Pferd ist oben. Bleiben wir kurz da hängen. Ich habe nämlich keine Lust, heruntergeschützt zu werden. Kommen wir nämlich wenigstens drauf. So. Schon besser. So, noch einmal. Was für eine Geburt. Ich weiß zwar nicht, wie man den unten macht. Keine Ahnung. Aber sowas auf jeden Fall richtig. So konnte man nämlich von oben drauf springen. Und wahrscheinlich hätte ich direkt drauf springen müssen. Und ich bin daneben gesprungen und deswegen ist das so eskaliert. Eieiei. Wäre ich direkt drauf gekommen, dann wäre das wahrscheinlich nicht so doof geendet. Meine Güte. Weil da unten war ja nichts zum Hochklettern oder draufspringen. Das war ein bisschen doof. Aber gut. Wir haben es ein bisschen uns schwerer gemacht. Mal ein bisschen nudeln. Und hallo MF5. Dankeschön, Hauptsache gewonnen. Eben. Eben. Der hat mich damals Nerven gekostet, könnte ich mir gut vorstellen. War der damals auch so? Das war Nummer 11, oder? Ja.